Guten Morgen, ihr alle an diesem wundervollen Dienstag. Hallo, hallo, hallo. Wunderbar, hat alles geklappt. Ich habe tatsächlich auch noch das, was ich euch zeigen wollte, fertig bekommen und habe mir heute einen kleinen Zettel geschrieben, weil ich möchte euch ganz oft Sachen sagen und dann, während wir hier dieses Live haben, guten Morgen, hallo. Vergesse ich das. Heute im Live geht es um Hosen, um so Kuschelhosen. Ich hatte euch ja letzte Woche gefragt, was ihr euch, guten Morgen, was ihr euch in dieser Woche vielleicht noch wünschen würdet. Morgen bekommen wir ja Besuch und da werde ich auch noch etwas vorbereiten, um ein Ärmel zu erarbeiten mit euch. Und es wurde unter anderem gewünscht, guten Morgen Susanne, guten Morgen Anja, guten Morgen Annika, guten Morgen Martina. Wunderbar. Es wurde unter anderem gewünscht, dass wir uns so eine Hose nähen oder ich euch zeige, wie ihr so etwas zuschneiden könnt. Ich habe jetzt mal von meiner Tochter hier so eine gerade anscheinend In-Hose mir geben lassen und habe ja auch gesehen, das ist eigentlich so, guten Morgen, wunderbar. Das ist eigentlich so in Richtung Pumphose, also etwas, was ich schon vor Jahrhunderten gemacht habe. Und es gibt natürlich auch die Hosenkurse. Und in den Hosenkursen, es gibt den Grundkurs, es gibt die Aufbaukurse, es gibt die Masterclass, den Komplettkurs. Und da erkläre ich natürlich alles nochmal Schritt für Schritt. Aber so eine Hose machen ist im Prinzip auch gar nicht so schwer. Ist eigentlich ganz einfach. Das ist immer, es ist eigentlich ganz einfach. Ja. Und ich zeige euch heute, wie ihr so einen ganz einfachen Hosenschnitt zu Hause für eine bequeme Hose oder auch vielleicht für eine elegantere Hose selber machen könnt. Das sind quasi jetzt so die ersten Schritte, die ich euch zeige. Aus dem Online-Kurs, Grundkurs, Hosenschnittgestaltung. Guten Morgen, schön, dass ihr auch schön, dass ihr da seid. Ich freue mich wirklich auch, dass ihr live mit dabei seid, weil für mich wäre es wahrscheinlich auch ein bisschen komisch, dann hier zu stehen, bla 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 und kein Feedback zu bekommen und euch nicht fragen zu können. Also das ist ganz toll und ganz super lieb von euch. Ich weiß, wir haben alle viel zu tun, wir sind alle busy, busy, busy und ich freue mich natürlich besonders, dass ihr euch die Zeit nehmt, hier mit mir live zu sein. So. Kuschelhose, ja, genau, Kuschelhose machen wir heute. So, was habe ich hier aufgeschrieben? Eine ganz wichtige Sache, wir haben ja unsere Materialstoff-Junkies, da könnt ihr unsere Stoffe kaufen. Und wir haben uns jetzt, eigentlich wollten wir für Freitag, Freitag ist ja hier Black Friday, da ist ja dieser Super Sale und ich bin ja immer so ein bisschen so, oh, dann ist wieder irgendwie so oh, ein Tag und dann ist so ein Theater. Aber wir haben uns jetzt für Stoffjunkies entschieden, dass wir da auf jeden Fall was ganz, ganz Cooles machen werden am Freitag. Wir machen da wirklich einen super Sale und ich werde vormittags auf der Stoffjunkies Facebook-Seite, falls ihr da noch nicht irgendwie abonniert habt oder so, macht das doch bitte mal. Oder tragt euch auch in den Newsletter ein, da geben wir nochmal ein paar Infos raus. Ich werde den Vormittag über immer mal wieder live sein, euch Stoffe vorstellen und mit euch auch kleinere Sachen machen, die man damit nähen kann oder euch erzählen, was ich mir einfach daraus vorstellen kann, was man damit machen könnte. Ich glaube, da ist auch schon immer viel Inspiration einfach dabei und ist alles einfach, wenn man es kann. Das stimmt, das stimmt. ja, auf jeden Fall, das wird dann auf der Stoff-Junkies-Seite sein, also ähnlich wie hier. Und nachmittags kommt Daniela wahrscheinlich noch mit dazu. Die übernimmt dann teilweise oder wir wechseln uns ab. Das wird bestimmt eine ganz coole Runde und da könnt ihr am Freitag anschauen, unsere Stoffe alle mal so live sehen und dann machen wir auf jeden Fall eine Riesenaktion. Aber nur 24 Stunden lang. Also wirklich dann, haltet die Augen auf den Shop, Leute. Das werden coole Angebote. Wir sind da gerade noch in Besprechungen mit unseren Stoffpartnern. Ja, so, was habe ich noch aufgeschrieben? Oh ja, es wurde mehrfach gefragt in der letzten Zeit, ob wir, wo unsere Gutscheine geblieben sind, ob wir die noch wieder anbieten. Das war immer so ein Problem mit den Gutscheinen. Die waren dann zwar gekauft, aber die konnten nicht irgendwie nicht so richtig überschrieben werden. Irgendwas hing da immer mit der Technik. Das war super nervig, deswegen haben wir die rausgenommen. Haben aber jetzt natürlich ein neues Plugin gekauft und es wird bald auch wieder die Gutscheine geben, wo ihr dann selber für jemanden anders etwas kaufen könnt. Da könnt ihr wahrscheinlich den Betrag selber eintragen und sowas. Also da ist auf jeden Fall was in Arbeit. Heute werden die Nachrichten, die guten Nachrichten. Heute wird es noch mehr Ärmelvarianten im Aufbaukurs Ärmel geben. Da habe ich noch ganz viele Dateien jetzt fertig und die lade ich nachher noch hoch. Und genau, es gibt bei den Kaizo Online-Kursen in diesem Jahr kein Hammer, Super, Mega Weihnachtsangebot, Leute. Wir haben ja den 20%-Gutschein, wenn ihr euch im Newsletter bei uns eintragt, bekommt ihr den.
Und ja, der funktioniert auch für die VIP-Mitgliedschaft. Wir dürfen in diesem Monat auch 2 neue VIP-Mitglieder begrüßen. Das freut mich sehr. Und wir arbeiten gerade mit Hochdruck auch daran, dass wir euch da eine Ratenzahlung, eine automatisierte Ratenzahlung anbieten können. Ich habe das ja im letzten Jahr gemacht mit der Ratenzahlung, aber manuell. Also so, dass ich jeden Monat die Eingänge prüfen musste. Sehr viel Arbeit und mit den ganzen Kontenumstellungen war das jetzt ist immer noch ein Hin und Her. Und gerade arbeiten wir mit Komfortkasse zusammen, dass wir euch da was anbieten können, was dann automatisiert abläuft. Und das würde dann wahrscheinlich auch für die Masterclass, für die Oberteile und für die Masterclass für die Hosen, also diese Komplettkurse, wo dann alle Kurse von den Oberteilen oder von den Hosen mit drin sind, da würden wir dann auch eine Ratenzahlung anbieten. Über PayPal geht das leider nicht, weil wir sind ja virtueller Anbieter, also sozusagen, wir haben ja nichts Festes, ich habe ja nicht auf keine Online-Kurse habe ich nichts, was ich euch geben kann, was man euch wieder wegnehmen könnte sozusagen. Und deswegen macht PayPal leider in dem Bereich noch keine Ratenzahlung. Sollte das irgendwann möglich sein, werden wir das natürlich auch in Betracht ziehen. Ja, und der 20% Gutschein, der gilt ja auch für die VIP-Mitgliedschaft. Und bei der VIP-Mitgliedschaft, wenn ihr euch vorher schon irgendwelche superschöne Brille, es geht so, Leute, das ist Fehlmann, glaube ich. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Brille nervt mich einfach immer, irgendwie, weil es immer rutscht. Es rutscht und wenn ich es zu eng stelle, dann quetscht es meinen Kopf. Ist auch nicht so gut. Aber Dankeschön. Was wollte ich sagen? Genau, 20% Gutschein gilt auch für die VIP-Mitgliedschaft. Das wollte ich eigentlich, glaube ich, noch sagen. So, mein Zettel ist beendet. Jetzt wollen wir... Ist Zettelchen nur sagst Nachrichten? Ja, irgendwas. Also ich komme mir wie eine Nachrichtensprecherin vor hier. Es gibt immer Sachen, die möchte ich euch erzählen. Und dann bin ich schon mittendrin im Thema und dann ist schon wieder vorbei. So, ihr Lieben, jetzt geht's aber los mit unserem Thema. Heutiges Thema sind Hosen, Kuschelhosen, so sozusagen Pumphosen. Ich habe hier schon was vorbereitet und habe auch schon selber heute Morgen ganz fleißig eine Hose genäht. Dann möchte ich euch jetzt ein paar Sachen dran zeigen. Die habe ich noch nicht ganz fertiggestellt. Ich habe quasi nur 2 Nähte genäht. Das ist einmal drei. Beide Beine außen am Bein und einmal die Schrittnaht. Und diese Hose sitzt natürlich ganz super gut, weil es im Prinzip ganz einfach ist und ich werde euch gleich auch noch ein paar Anleitungen und Schritte und so dazu zeigen. So, steht das alles auf dem kleinen Zettel? Ja. Aber ich weiß auch nicht, wie das mit meiner Wortfabrik so ist. Das sprudelt so raus. Manchmal sage ich auch Sachen und habe vorher gar nicht drüber nachgedacht und muss dann hinterher überlegen, was ich gerade gesagt habe. Es ist, der 20% gilt nur beim ersten Mal oder gilt der immer? Überlegt euch gut, wofür ihr den 20% Gutschein einlösen möchtet, denn der gilt pro Kunde einmal. Egal für was, auf den ganzen Warenkorb ist egal, aber er geht halt nur einmal. So, deswegen habe ich auch geschrieben, hebt ihn euch gut auf. Er ist für lebenslang, egal wann ihr ihn einlösen möchtet, aber halt nur einmal anzuwenden auf den gesamten Warenkorb. So, jetzt zeige ich euch, was ich hier genäht habe. Ich habe schon unsere tollen neuen Kuschelstoffe ausprobiert und ich habe hier schon meine Hose nicht fertig genäht, sondern ich habe sie, das ist hier jetzt so mein erster Kuschelhosenentwurf und ich erkläre euch jetzt so ein paar Sachen. Diese Hose, die hat nur eine Außenbeinnaht, also keine Innenbeinnaht, das ist sozusagen die Pumphose, so wie wir sie machen. Und hinten die Gesäßnaht. Und ich habe das natürlich hier alles schon ein bisschen am Oberkörper angepasst. So, das sieht man jetzt schon hier in diesem Bereich. Und ja, die passt mir super gut. Ich muss die nachher nur noch einmal dann so quasi umschlagen oder ich mache mir ein Bündchen dran. Das weiß ich noch nicht. Deswegen habe ich das einfach so gelassen. So eine Hose in diesem Style, das ist ja im Prinzip das, was ihr auch gewünscht hattet und was wir jetzt auch machen werden. Und die hat dann unten einfach am Bein, das ist jetzt ja ein weites Bein, die hat unten am Bein dann einfach nochmal ein Gummi eingearbeitet. Also einfach umschlagen und dann Gummi rein und dann wird es sowas. Ne? So, da werde ich euch jetzt einmal sagen, was für Maßangaben ihr da braucht. Mein Ding fällt da gleich runter. Oh, wartet mal eben kurz. Ich stelle euch mal eben hier so hin. Hier fällt mir gleich mein... Nicht, dass ihr gleich hier den Abflug macht. So, jetzt ist besser. So, und außerdem habe ich mir so ein schönes Oberteil gemacht mit so einem Bündchen unten dran. Und ich fange gerade schon voll an zu schwitzen, weil das echt mega warm ist. Wahnsinn.
Der Stoff ist echt voll geil. Und den werde ich einfach nur so umschlagen und dann werde ich das hier lassen. Und ich überlege noch, ob ich Ärmel aus Chiffon dran mache und dann auch wieder mit Bündchen. Das stelle ich mir sehr festlich vor. Oder vielleicht lasse ich es auch so. Mal gucken. Ja, du hast es gewünscht. Wunderbar. Dann freue ich mich, dass ich dir das heute zeigen kann. Im Prinzip ist das echt nicht schwer. Ich hole mir meinen Zettel und meinen Stift. Und es gibt ein paar Sachen und es gibt auch eine Sache, die ich immer wieder bei uns in unseren Supportgruppen und sowas korrigiere. Und das ist die Schrittkurve. Und ich glaube, das wird so viel falsch gemacht, weil man das halt einfach bei anderen Hosen ganz oft so sieht, dass diese Schrittkurve, dieses hier, was ist denn die Schrittkurve? Die Schrittkurve ist das hier, dieses, was hier so durch den Schritt läuft, dass diese Kurve halt einfach eigentlich für unseren Körper viel zu flach ist. Und deswegen haben wir dann sowas wie AFH, Arsch frisst Hose oder Camel Toe, wo sich so vorne die beiden äußeren Schamlippen abbilden und sich die ganze Hose an dieser Naht so schön in die Kimme zieht. Ja, das wollen wir natürlich nicht und das sehe ich ganz wieder und durch solche Sachen entstehen auch ganz viele Falten und sowas und deswegen werde ich euch jetzt den Nummer 1 Trick verraten, wenn ihr eine Schrittkurve macht und natürlich euch auch eben anleiten, wie man das alles überhaupt so aufbaut. So, was brauchen wir denn? Das hier ist die Hose von meiner Tochter. Wir machen jetzt mal an den Maßen von meiner Tochter das Beispiel. Ein anderes Stück bitte. Also, wir brauchen den Gesäßumfang, die Innenbeinlänge, Oberschenkelumfang nicht unbedingt, könnt ihr aber nehmen und die Taille und die Schrittlänge. So, Schrittlänge vorne und Schrittlänge hinten. Ich werde das jetzt hier in diesem Video einfach so aufzeichnen, weil ich ja weiß, wie meine Tochter gebaut ist und wenn euch das näher interessiert und ihr wirklich nochmal ins Detail gehen möchtet mit den ganzen Sachen, dann kauft ihr euch bitte meinen Kurs. So, ansonsten probiert einfach mal so ein bisschen aus und ich denke, wenn ihr da ein, zwei Hosen in diesem Stil gemacht habt, dann wisst ihr auch schon so ein bisschen mehr, wie ihr das so selber auch ein bisschen rausfummeln könnt. So, ich male jetzt mal hier so ein Männchen, obwohl ich habe ja hier noch, Moment, ah ja, wunderbar, guck mal, hier habe ich noch die Zeichnung aus meinem anderen Kurs. Für die Leggings, da haben wir unterschiedliche Beinnähte gemacht und da haben wir das hier ja auch alles und da erkläre ich das so ein bisschen. Also, wo messe ich denn jetzt was? Hier so ist später der Gesäßumfang gemessen, hier ist die Innenbeinlänge, hier in der Mitte von der Hose, das ist sozusagen das vordere Schnittteil, das ist das hintere Schnittteil, hier oben finden wir die Taille und die Schrittlänge ist diese Länge hier. Okay, so sieht das im Schnittmuster aus und wir mal euch mal ein Männchen. Ein Männchen ist so, mit dem Fuß und mit dem Po. Und so, da oben geht das Männchen weiter. So, jetzt nehmen wir hier den Gesäßumfang an der weitesten Stelle. Gesäßumfang, das ist bei Lotta 95. Innenbeinlänge, die messen wir hier, wo der Schritt ist. Hier bis zum Fußboden. Das ist die Innenbeinlänge. Das ist bei Lotta 65. Oberschenkel an der weitesten Stelle. Das ist meistens hier, bei anderen ist es aber auch manchmal weiter hier oben. Oberschenkel. Das ist bei Lotta 94. Taille. Das messen wir hier und zwar nicht hier, wo die Taille ist, sondern da, wo die Hose sitzen soll. Also im Prinzip ist es gar nicht unbedingt die Taille. Ich nenne es jetzt mal Taille, aber wir messen das an der Stelle, wo die Hose sitzt. Hier. Taille. Das ist 75 und dann brauchen wir noch die Schrittlänge. Und dann nehme ich einmal eine andere Farbe für. Die Schrittlänge, die messt ihr einmal durch euren Schritt durch, wie das Ganze auch schon besagt. Und zwar von hier, wenn ihr jetzt eine Hose anhabt, die euch gut passt oder ihr wisst, okay, da soll eure nächste Hose, die ihr jetzt selber entwerft, auch sitzen. Dann von hier bis hier und einmal durch den Schritt durch. Na? Also einmal hier vorne am Bauchnabel oder wo auch immer eure Hose sitzen soll, durch die Beine durch bis hier hinten, wo eure Hose aufhören soll.
So. Festhalten und dann aufschreiben. Und das war's bei Lotta. SL, Schrittlänge. Schrittlänge ist auch 75. Und wie man jetzt ja schon eigentlich sehen kann, also wenn die Hose hier so zusammengenäht ist, und da könnt ihr bei euch dann auch beim Zwickel bei einer Hose oder sowas mal gucken, diese Strecke hier vorne, die ist ja meistens, warte, das ist ja gar nicht vorne, das ist hinten, die Strecke hier vorne, die ist ja meistens kürzer als die Strecke hinten. Und das könnt ihr an eurer Hose einfach ausmessen, wenn ihr das möchtet. Das könnt ihr aber auch bei euch am Körper ausmessen, indem ihr halt diese Schrittlänge nehmt und einfach einmal um euren Körper rumhaltet und dann hier guckt, wo hier die Mitte ist bei euch, wo die Schrittlänge ist. Wenn ich jetzt hier die Hose, die ich von Lotta, das ist ja eine Kaufhose. So. Wenn ich jetzt hier das hier sehe, dann ist hinten ja auf jeden Fall die Höhe länger als vorne. Was ja auch logisch ist, weil hinten ist ja der Hintern mit drin. Ne? Also wenn ihr euch jetzt diese Zeichnung anguckt, aha, ist das ja ganz logisch. Hinten muss es irgendwie ein bisschen länger und höher geschnitten sein als vorne. Es sei denn, man hat vorne viel Bauch, dann ist vorne die Schrittlänge manchmal auch fast gleich hoch. Oder wenn man wenig Hintern hat, dann kann es auch sein, dass tatsächlich beide Längen gleich hoch sind. So. Ich glaube, das ist verstanden. Habt ihr das soweit alles verstanden? Kann ich mit dem nächsten Schritt weitermachen? Eben kurz einmal Feedback. Ich habe immer Alpha. Ich werde gleich nochmal was zum Alpha sagen. Ein Mann vermessen, er bekommt zum Nikolaus und so weiter und so komplett. Ja, cool. Ja, gut. Wunderbar, cool. Verstanden? Verstanden? Eben einen Daumen hoch geben. Ja, super, verstanden, sehr gut, wunderbar. So, wie sieht das Ganze jetzt aus, wenn wir einen Hosenschnitt machen? Und wir machen jetzt für dieses ganz, ganz einfache, wir halten jetzt wirklich simple, keep it simple, so dass wirklich jeder dem folgen kann. Also, wir brauchen jetzt im Prinzip als erstes mal den Gesäßumfang und den teilen wir durch 4. Ich male das mal als Hose eben auf, der Gesäßumfang. Ich mache mal eben das Schnittmuster auf, was wir gleich machen werden, und werde euch sagen, wo wir hier in diesem Schnittmuster was finden können. Das hier ist euer Stück Stoff und ihr schneidet gleich hier sozusagen einmal die Schrittlänge aus. Das male ich nochmal in Blau lang. Das hier wird die Schrittlänge sein. Dann wird der Schnitt, das hier nehmen wir mal als vorderes Bein, das nehmen wir als hinteres Bein. Hinten, die hintere Höhe ist hier, das ist das hier. Die wird ja ein bisschen höher, dann muss ich die ein bisschen niedriger machen, damit dieser Punkt später wieder auf diesen Punkt hier zusammengenäht werden kann, weil wir werden diese beiden Beine hier zusammennähen und hier in der Mitte ist der Schritt, also das hier muss mit diesem Punkt hier verbunden werden und hier vorne gehen wir ein bisschen weiter runter, hier, das ist dieser Punkt. Und dann haben wir sozusagen vorne die kleinere Schritthöhe und hinten die längere Schritthöhe. Aber ich zeige euch das gleich noch in der Hose. Die Innenbeinlänge ist wichtig für dieses hier. Die finden wir hier wieder. Das ist ja Mitte Schritt. Hier bis zum Fußboden. Hier. Innenbeinlänge. Und was haben wir noch? Gesäßumfang ist diese Stelle hier. Hier haben wir ungefähr den Gesäßumfang gemessen. Hier. Gesäßumfang. Und das ist ja ein Hosenbein quasi. Vorne und hinten und dann nochmal vorne und hinten. Das heißt, wir haben das Ganze durch 4 geteilt. Wir haben hier jeweils ein Viertel von dem Umfang vom Gesäßumfang. Hier ist ein Viertel, hier ist ein Viertel. Auf der anderen Seite vom anderen Hosenbein. Lasst euch jetzt nicht verwirren. Bleibt einfach dran. Ich zeige euch das gleich als Umsetzung auf dem Stoff und dann werdet ihr das ein bisschen besser verstehen. Aber dann könnt ihr später nochmal in dieses Video zurückgehen und nochmal zurückspulen und euch das hier bitte nochmal in der kleinen Fassung anschauen, wenn ihr jetzt nicht wirklich wisst, okay, wie war das jetzt nochmal? So, hier ist der Gesäßumfang und wenn ihr denkt, ihr habt eventuell einen etwas breiteren Oberschenkel oder sowieso, ihr könntet das einfach einmal messen. Dieser Oberschenkelumfang, der ist ja hier, den habe ich jetzt ungefähr hier gemessen. Hier ist jeweils ein Viertel, ich schreibe mal, hier ist ein Viertel. Und der Oberschenkelumfang, weil das ja ein Bein ist, ist der halbe Oberschenkelumfang hier. An dieser Stelle. Was haben wir noch? Hier halten wir noch die Taille und die wäre ja hier in
dieser Linie hier. Und da kann ich jetzt solche Sachen machen wie hier einfach, wenn ich schon weiß, okay, meine Tochter, die hat eine auf jeden Fall schmalere Taille, dann kann ich hier die Weite von den Seiten ein bisschen wegnehmen und auch hinten ein bisschen Weite wegnehmen. So. Okay. Ich mache euch einmal so nah drauf. Und dann könnt ihr eventuell, wenn ihr das möchtet, einen Screenshot davon machen und könnt euch das neben euren Stoff legen und ausdrucken oder eben abzeichnen. Und dann, wenn ihr selber eine Hose macht, könnt ihr das einfach daneben legen. So, und jetzt gehen wir direkt an den Stoff und jetzt zeige ich euch, wie das gemacht wird. Legt das hier mal daneben. Dann kann ich euch immer noch mal wieder zeigen, okay, das war hier, das war hier. Lustig, dass diese Pumphosen jetzt bei meiner Tochter innen sind. Ne? Das fand sie ja früher immer ganz, ganz schrecklich und ganz, ganz doof und wollte auf gar keinen Fall so eine Hose tragen. Und jetzt kam sie tatsächlich selber. Kannst du mir so eine Hose machen? Und dann dachte ich so, ja, das passt doch in unser Video. Hervorragend, das nehmen wir. So, das ist auch wieder dieser wundervoll kuschelige Stoff von Stoffjunkies, dieser Alpenfließstoff. Da bin ich ja tatsächlich schwer begeistert von, obwohl ich ja sonst immer nicht so gerne Stoffe mit irgendwie Polyesteranteilen mag oder so, aber da der ja auch Baumwollstoff mit hat, das ist cool und schön warm. Und da Lotta ja, wie ihr vielleicht wisst, letzte Woche schon wieder eine Blasenentzündung hatte, möchte ich unbedingt, dass sie warme Hosen anzieht, damit sie nicht schon wieder in diesem kalten Klassenzimmer sitzen muss, wo die Fenster den ganzen Tag offen sind und dann wieder hier eine Blasenentzündung anschleppt. Das ist nicht schön. So, schön übereinander legen den ganzen Stoff und jetzt brauche ich mal eine Kreide. Das wäre gut, wenn ich die finden würde. Da. So, was nehmen wir als erstes? Könnt ihr alles sehen? Nee. Das Ding ist so praktisch, ne? So. Wir fangen an mit dem Gesäßumfang. Der ist bei Lotta 95 cm. So, den brauche ich ja geteilt durch 4. Also nehme ich das Maßband einfach mal 4. Jetzt lege ich mir das hier am Rand dran. Hier fange ich an bis hier. Und dann brauche ich ein bisschen Weite für den Schritt. Das kann man am Oberschenkel gleich abmessen. Ich mache das jetzt um. Also in dem Kurs habe ich das genau ausgerechnet, wie viel das jetzt sein soll. Aber ich mache das jetzt einfach mal so eine Hand dazwischen. Wenn ihr ein bisschen mehr Umfang habt, ab 110. Mal gucken, wie viel Zentimeter habe ich denn jetzt hier. Ungefähr 10 cm für einen Meter, würde ich jetzt ungefähr sagen. Und dann könnt ihr rauf und runter rechnen, wie viel mehr und wie viel weniger das sein wird. So. Also 95, hier habe ich die Hand zwischengehalten für den Schritt und hier dann nochmal ein Viertel von der ganzen Weite rübergezogen. Jetzt brauche ich, hier wird jetzt der Schritt gleich, also die Schrittlänge entstehen, die Schrittweite und Länge. So, jetzt brauche ich dieses Maß, diese Maßangabe hier. 75 war die Schrittlänge. Das hier. Und die setze ich hinten, hier ist mein hinteres Schnittteil, hier ist vorne und der Stoff liegt doppelt, ne? So, 75, mal gucken, wo haben wir denn 75 hier? 75 ist hier, ja, auch meine Tochter hat hohe Hüften. So, hier setze ich mal an bei 75, weil ich weiß schon, hier vorne muss ich weiter runter, hinten muss ich ein bisschen weiter hoch. Ich lege das jetzt mal hier so in die Kurve. Und hier bis hierhin ist jetzt 75. So, 75. Das geht bis hierhin in die Schrittkurve. Und das zeichne ich mir jetzt als langen Schritt hier ein. So, hier hinten geht es wieder hoch. Und ich weiß ja schon, dass sie in der Taille ein bisschen schmaler ist als im Gesäßumfang. Und zwar ist das 75. 75, da, und da werde ich jetzt auch einmal das vierteln und dann gucken,
Hier vorne im Bauch geht man meistens nicht rein. Also wenn ihr euch jetzt den Schnitt anguckt, hier vorne am Bauch geht man meistens nicht weiter rein, weil das ist ja flach. Hier hinten nimmt man mehr Weite raus und auch von den Seiten, weil so die weibliche Figur, die ist ja oft dann eher so, ne? So, also wenn ich jetzt einen Hosenschnitt habe, der hier so hier lang geht, dann habe ich hier Weite, die ich rausnehmen kann, hier so, und ich habe hier Weite, die ich rausnehmen kann von den Ecken. Ist das klar, dass ich jeden Malt habe? Das ist ein Frauenkörper, Leute. So. Also, ich weiß, dass ich hier vorne will ich keine Weite rausnehmen. Hier nehme ich ein bisschen Weite raus an der Seite von hier. Und ich nehme auch hier die gleiche Weite wie hier raus. Und vorne und hinten. So. Hinten gehe ich ein bisschen weiter in den Schritt rein. So. Hier gehe ich an der Seite ein bisschen weiter rein. Hier ist ungefähr der Gesäßumfang gemessen an dieser Stelle. Das heißt, hier muss ich wieder an dieser Weite sein. So. So. Und so. Das kann man natürlich alles auch ganz genau ausmessen. Jetzt ist hier vorne die tiefste Stelle vorne im Schritt. Und ich male das hier bis zur Mitte, weil ich möchte ja auf der anderen Seite wieder auf die gleiche Höhe kommen. Hier ziehe ich mir sozusagen im Gedanken eine Linie rüber, weil diese beiden Nähte, die werden gleich aufeinander genäht, diese Naht und diese Naht. Und dann haben wir ein Hosenbein. So, das zeige ich euch gleich noch. Nicht verwirren lassen. So, hier, und das sehe ich ganz, ganz oft bei euch, und das ist etwas, was ich euch ganz, ganz dringend erklären möchte, auch in unseren Gruppen und so sehe ich das immer wieder, dass dann doch AFH ist und sowas, und das kommt davon, weil diese Kurven hier zu flach gestaltet sind. Das heißt, wenn ich jetzt gucke, hier so ist ungefähr Mitte vom Schritt, und ich würde diese Kurve wirklich viel eckiger machen, und auch hinten viel eckiger machen, aber nicht hier so wie so eine Ecke, ne? Das habt ihr dann nachher auch Probleme mit. Wirklich diese ganze Weite hier ausweiten. Das, früher hat man ja die Hosen ganz anders getragen. Also wenn ihr euch jetzt Hosenschnitte oder irgendwelche Hosensachen oder sowas von früher, so wo diese Schnittmusterentwicklung und sowas irgendwie stehen geblieben ist, leider, für Hosen, da sieht man in den Hosen, und das sieht man auch in dem Schnitt von Lotta, wenn ich das auf links drehe, das kann ich euch jetzt mal zeigen. Da sieht man halt einfach, dass die Schrittkurve viel zu flach ist, viel, viel zu flach. Aber das kommt, weil einfach wir damals gar keine engen Hosen getragen haben. Wir haben halt eher weite Hosen getragen und die saßen auch gar nicht direkt am Schritt. Die saßen halt eher, also wenn ich jetzt hier von Lotta die vordere Schrittkurve mir anschaue, aber auch die Höhe, in der sie diese Hose trägt, also Lotta zieht ja diese Hose hier, die so ist, nicht bis hier in den Schritt hoch. Die Schrittkurve an dieser Hose ist so. Und nach hinten wird die auch nicht großartig anders sein. Hier male ich mal die Kreuznaht auf. So. Und dann ist die, geht die jetzt hier so weiter. So. Wenn ich mir jetzt so eine Schrittkurve angucke, dann weiß ich von vornherein schon, dass wenn ich mir so eine Schrittkurve male, hier ist die, die ich jetzt gezeichnet habe, und hier ist die, die von dieser Hose ist, dass der Hintern von meiner Tochter auf jeden Fall wahrscheinlich eher hier so drin liegt. Also hier in dieser Kurve. Weil wir hier unten, wir haben nicht hier unten so eine Körperform in der Mitte vom Schritt. Das ist hier nicht so. Oder ist das bei euch so? Leute, sagt doch mal. Nein, das ist nicht so. Wir haben doch hier vorne eher eine Kurve. Das ist also sogar, also wir können ja mit der Hand auch mal fühlen am Schambein. Bei Männern ist das wieder ein bisschen anders, aber das ist halt einfach nicht so. Und auch beim Hintern wollen wir ja nicht, dass wir am Hintern, ich muss das jetzt nochmal so drehen, wenn wir jetzt hier so einen schönen Po haben, so und so, und ziehen da jetzt so eine flache Schrittkurve rein mit der Hose, die vielleicht eng anliegen soll, und haben da jetzt so eine flache Schrittkurve, dann zieht die sich zwischen die Arschbacken einfach. Die zieht sich einfach hier so rein, weil die halt einfach nicht kurvig genug ist,
um den Stoff auch wirklich in diese Richtung zu bringen. Wenn die so flach ist und ihr zieht dann die Hosen bis ganz hoch, dann habt ihr tatsächlich hier auch das, was ihr in der Schrittkurve gemacht habt, so, wenn ihr so eine Schrittkurve habt. Und dann zieht sich das hier rein. Das heißt, ihr müsst die Schrittkurven wirklich zusehen, dass ihr die Schrittkurven so ein bisschen so am Hintern anpasst, ne? So. So und am Schambein auch. Ich hoffe, das habt ihr jetzt im Prinzip verstanden. Das könnt ihr ja auch bitte gerne auch einfach mal ausprobieren, wenn ihr irgendeinen Stoff habt oder so und macht mal nur das Schnittmuster bis hier und probiert dann einfach mal so ein bisschen an der Schrittkurve rum, um einfach ein Gefühl dafür zu kriegen, aha, was verändert sich, wenn? Weil ich auch ganz oft, und das habe ich jetzt beim letzten VIP-Workshop auch schon wieder als Feedback bekommen, dass man halt in diesem Umdenken, in dieser Schrittkurve, man denkt halt irgendwie, wenn ich hier rausgehe, dann nehme ich sozusagen Weite weg. Und weil es ja schon so eng am Hintern ist und alles so innen ist, in den Hintern reingezogen quasi, wenn ich jetzt hier noch weiter gehe, dann geht das gar nicht mehr, weil dann habe ich den ganzen Stoff weggenommen. Aber ihr habt sozusagen hiermit nur den Stoff, diesen Stoff hier weggenommen, der euch in der Kimme sitzt. Verstehe ich das? So, und das ist eine Dauerkorrektur, die wir immer wieder machen. Und ich erkläre das gerne nochmal und noch detaillierter und mache auch gerne nochmal ein Video für unseren Kurs, dass das noch ein bisschen besser verstanden wird. Und ich habe auch schon Beispielvideos gemacht und so dazu. Aber vielleicht fällt mir ja noch irgendetwas ein, wie ich euch das noch besser erklären kann. Also, wenn ihr am Gesäß eng sitzende Hosen haben möchtet, dann muss die Schrittkurve eckiger sein. Es hilft nichts, wenn ihr da dann, keine Ahnung was, dann sehe ich so Sachen wie ja, und dann wird das dann einfach einen Zentimeter höher und dann wird das so gebogen und keine Ahnung was. Ja, diese Schnittmuster, die sind wie ganz viele Sachen im Handwerk halt einfach konzipiert für eigentlich ganz andere Schnitte. Das sind ganz andere Schnittumsetzungen. So, was soll ich dazu noch mehr sagen? So ist es halt einfach. Und wenn ihr jetzt eine eng ansitzende Jeans oder irgendetwas haben möchtet am Hintern, dann macht ihr bitte diese Schrittkurve ein bisschen runder, weiter nach außen, also weiter in den Stoff rein. Nicht weiter nach hier, weiter dahin. Hier, so. So, ich glaube, das habe ich jetzt ausführlich erklärt. So, hier könnt ihr jetzt einmal gucken, wie das ist mit dem Oberschenkelumfang. Der ist bei Lotta 94. Und den brauche ich jetzt nur zur Hälfte nehmen, weil ich ja im Prinzip hier in diesem Bereich habe ich ja ein Bein, also die Hälfte von dem... Moment, kurz überlegen. Nein, 94. Was habe ich denn bei Lotta gemessen? Oberschenkel 94? Das kann ja nicht sein. Ich glaube, ich habe die falsche Seite erwischt. Sorry, Leute. Ja, das kann gar nicht sein. Das ist auf jeden Fall nicht 94 bei Lotta, weil bei mir ist es 69. Da habe ich bestimmt die falsche Seite erwischt. Ja, da habe ich die falsche Seite erwischt. Was? So, ich habe auf der falschen Seite von dem Maßband geguckt und das ist bei Lotta 56 und natürlich nicht 94. Und jetzt nehmen wir das einmal hier. Jetzt habe ich gerade da ein halb geschrieben, das ist falsch. Also ihr müsst einfach diesen ganzen Umfang, dieses hier wird ja später ein Bein. Ihr müsst den ganzen Umfang von eurem Oberschenkel einmal hier abmessen. Das ist bei Lotta 56 und das passt hier ganz wunderbar einmal in dieses Bein rein. Nicht die Hälfte nehmen. Dieses hier ist zwar die Hälfte von einem ganzen Schnittmuster, aber das ist ja schon ein Bein, weil wir keine Innenbeinnaht machen. So. Und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch die Innenbeinlänge. Die ist bei Lotta 65 und die messen wir ab hier plus Nahtzugabe. Da kommen ja noch Nahtzugabe dazu. Und dann 65. Das ist hier. Und dann gebe ich unten noch ein bisschen mehr Länge dazu. Damit wir da noch einen Umschlag oder irgendwas dran machen können oder ein Gummiband später reinziehen können oder irgendwas anderes. So. Einmal abschneiden. Und jetzt schneide ich gleich einmal die Hose sozusagen aus und zeige euch, wie die zusammengelegt und zusammengenäht wird. Ich glaube, dann werden bei vielen noch so, aha, ach so, Momente dabei sein. Das könnt ihr natürlich auch alles wunderbar aufzeichnen, das wisst ihr ja, das verbiete ich euch nicht. Nur weil ich das hier frei Hand zuschneide, heißt das nicht, dass ihr das nicht ausmessen dürft. So, bis hier oben.
Dann schneide ich das hier ab, nach oben hin. Das lege ich mal zur Seite. So, hier. Hier. So, und hier mache ich auch wieder diesen engeren Schnitt oben für die Taille. Habt ihr schon einen kompletten Hosenschnitt fertig. Und ihr könnt das einfach als Kastenform machen. Ihr müsst jetzt nicht sowas machen wie hier oben, nehme ich noch Teile raus oder sowas. Da werdet ihr wahrscheinlich trotzdem reinpassen, das wird euch gut passen. Aber ich dachte, wenn wir schon mal hier sind und es geht um Maßanfertigung, dann erkläre ich euch einfach auch noch ein paar mehr Sachen dazu. So, das ist jetzt hinten, das ist vorne und wie das Ganze zusammengenäht wird, ist sozusagen so. Und jetzt seht ihr auch, warum es wichtig war, dass ich von hier in die Mitte hochgehe und von hier auch wieder nach da. Diese beiden Punkte, was ich euch ja hier schon eingezeichnet hatte, diese beiden äußeren Punkte, der hier und der hier, der ist jetzt hier und hier. Und die müssen, wenn ich das jetzt zusammennähe, ja wieder auf der gleichen Höhe sein, weil das bei dem Hosenbein die Außenbeinnaht ist. So. Die müssen ja jetzt wirklich aufeinander passen, sonst verzieht sich ja meine Außenbeinnaht. Ne? Also wenn das eine jetzt ein bisschen höher wäre, dann hätte ich hier unten immer so 1 cm, 2 cm zu wenig. Das heißt, es muss hier wirklich, diese Naht muss aufeinander passen. Und auch diese beiden Kurven, ich habe die jetzt natürlich freie Hand eingezeichnet und auch abgeschnitten, aber diese beiden Kurven, die sollten natürlich auch wieder aufeinander passen, damit ihr die dann später auch richtig aufeinander nähen könnt. So. So, und das ist das andere Hosenbein. Das haben wir ja auch schon zugeschnitten. Und jetzt kommt das auf dieses hier drauf. Auch wieder die Außenbeinnaht und die Außenbeinnaht. Ja. Wenn ihr da jetzt in den Kurven hier Unterschiede habt, hier an dieser Seite, hier, dann korrigiert das nochmal, bevor ihr das zuschneidet. Hier zum Beispiel kann ich jetzt noch mal ein bisschen hier korrigieren. Hier ist so ein bisschen so mehr Beule. Bei Jersey-Stoffen oder weichen Stoffen fällt das echt nicht auf. Aber wenn ihr später mit festen Stoffen arbeitet, dann sollte das schon so genau wie möglich sein. So, wunderbar. Das passt hier oben Stoß auf Stoß. Unten passt es auch zusammen. Und jetzt näht ihr hier das Außenbein und auf der anderen Seite auch. Und dann habt ihr eine Hose ohne Innenbeinnaht. Und wenn, je nachdem, in welchem Stoff ihr das macht, sieht das dann wirklich ganz, ganz cool aus. Und ich glaube, was ich jetzt eben mache, ist, ich ziehe meine Hose mal aus, damit ihr seht, wie das dann im Schritt zusammengenäht wird. Also beide Außenbeinnähte zusammen nähen und danach wird die Schrittnaht zusammengenäht, einmal durchgehend. So, hier ist ja jetzt der hintere Schritt sozusagen und hier ist der vordere Schritt. Und das wird jetzt gleich einfach so, rechts auf rechts, einmal komplett durchgenäht durch die ganze Hose. Und ich werde jetzt meine Hose einmal ausziehen, das könnt ihr ja eigentlich im Prinzip gar nicht sehen. So, und werde ich die mal hier hinlegen, dann könnt ihr nämlich sehen, die habe ich ja auch jetzt soweit schon genäht. Einfach die Seitennähte und den Schritt zusammen und noch gar nicht weitergemacht. Das heißt, da bin ich jetzt auch tatsächlich genau an diesem Schritt. Haha, das war clever von mir. So. So, wo ist vorne, wo ist hinten? Okay, wunderbar. So, das kann man jetzt wirklich sehr schön sehen. Hier sind die beiden Außenbeine. Hier im Innenbein habe ich keine Naht, was ich super angenehm finde. Und was ich auch Frauen empfehlen kann mit stärkeren Oberschenkeln, probiert das ruhig mal aus. Auch mit, könnt ihr mit anderen Stoffen auch ausprobieren. So, einfach keine Innenbeinnaht setzen und dann nur über die Außenbeinnaht arbeiten.
sehr, sehr angenehm zu tragen, Leute. So, hier seht ihr jetzt bei mir, was hier jetzt passiert ist, als ich das zusammengenäht habe. Vorne ist ein bisschen weiter runtergeschnitten, hinten ist ein bisschen höher geschnitten. Beide Hosenbeine sind zusammen. Und wenn ihr beide Hosenbeine an der Seite zusammengenäht habt, dann gibt es einen Trick, wie ihr den Schritt ganz einfach nähen könnt. Das zeige ich euch jetzt einmal. So, da steckt ihr einfach ein fertig genähtes Hosenbein, ohne dass es schon fertig genäht ist, in das andere, also zieht es auf diese Seite und dann steckt ihr das eine in das andere. So. 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 Und wenn ihr euch das so hinlegt, also beide Hosenbeine sind fertig genäht und ihr legt die einfach so ineinander, dass die Außenbeinnaht mit der rechten Seite auf der Außenbeinnaht liegt, dann könnt ihr einfach den Schritt in einem Schwung so durchnähen. Und jetzt seht ihr hier wieder, hier ist die eine Seite ein bisschen tiefer, die andere Seite ist ein bisschen höher. Das ist also dann später der hintere Schritt und das ist der vordere Schritt. Und so könnt ihr einfach einmal komplett diese Naht dann schließen. Genau, rechten Seiten sind alle drin und dann könnt ihr die einfach wieder auseinanderziehen und dann habt ihr eine fertige Hose. Noch nicht ganz fertig, ihr müsstet natürlich jetzt noch ein Bündchen dran machen oder ein Gummiband einziehen oder. So, ja, das war's auch schon, Leute. Ich schaue mir gerne hinterher auch nochmal an, ob ihr irgendwelche Kommentare geschrieben habt oder so. Ich scroll mal eben einmal, ich zieh mich mal erst eben wieder an. So. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen dazu habt, die jetzt hier das hier angehen, das hier ist ja falsch gewesen, ne? Das ist nicht ein halber, das ist der ganze Oberschenkelumfang. So und so, so. Ja, da bin ich mal gespannt, ob jetzt demnächst von euch ganz viele coole Hosen kommen. So, sehr einleuchtend erklärt, super, ach wunderbar, perfekt. Sehr gut. Habt ihr das verstanden? Habt ihr das verstanden? Gebt mir nochmal einen Daumen hoch oder ein Herzchen, wenn ihr das verstanden habt. Das wäre super. Theoretisch verstanden. Gut, das ist gut, das ist gut. Hat sich die Schrittkurve in Kniehöhe eingependelt? Weiß nicht, was du sagst. Ja, wunderbar. Ihr habt das verstanden. Wunderbar. Ich habe einen kleinen Bauch und darum immer ungefähr am Schambein eine leere Beule, also da zu viel Stoff. Ja, das ist ja ähnlich tatsächlich wie so eine Kurve unter der Brust. Das ist wirklich, wirklich schwierig, da irgendwie die Hose vor allen Dingen mit festen Stoffen richtig anzupassen, wenn ihr einen größeren Bauch habt und sozusagen so eine Innenkurve unter dem Bauch Richtung Schambein. Da musst du wirklich gucken, ob du irgendeinen guten Stoff findest, der das dann vielleicht nicht ganz so betont. Oder du könntest auch den Schnitt, den Hosenschnitt vorne ziemlich niedrig ansetzen und dann ein etwas längeres Bündchen erarbeiten. Das geht auch. Aber wir können natürlich schlecht an der Hose, können wir schon. Ina und ich haben da ja schon mal ein bisschen rumprobiert. Aber so ein Abnäher machen an der Hose an dieser Stelle sieht ein bisschen komisch aus. Ja. Aber Alexandra, ich glaube, du hast auch unseren Hosenkurs, oder? Du kannst ja nochmal mit deinem Hosenschnitt in unsere Gruppe gehen und dann und bei Jungs dann eher spitz. Genau. Also hinten nicht. Hinten darf es auch ruhig rund sein bei Jungs. Aber Jungs brauchen ja vorne ein bisschen mehr Platz. Das zeige ich nochmal eben. Also die Männer, die haben ja auch trotzdem auch ein Po, aber die haben natürlich hier noch mehr Weite sozusagen, die sie brauchen. Jungs haben auch eher selten die Hose ganz in den Schritt hochgezogen. Ich weiß, zurzeit ist es ja auch ein bisschen in und so, aber da würde diese Schrittkurve dann eher auch so aussehen, hinten weit und dann vorne tatsächlich auch ein bisschen einfach mehr Weite reingeben. So, ne? Nicht so ganz sackartig, so, nicht, dass sie da vorne so einen Beutel haben, aber das darf schon eher so in diese Richtung sein und geht dann auch hier vorne so ein bisschen weiter raus. Halt einfach, dass mehr Platz innen drin im Schritt ist. Und die Jungs haben ja meistens, oder wenn man so guckt, könnt ihr ja mal, wir haben ja ein so dieses Phänomen, dass wir alle anfangen, auf die Hintern von anderen zu gucken, sobald wir anfangen, unsere eigenen Hosen zu entwickeln. Und letztens hat auch schon wieder jemand so was Lustiges gepostet mit, ja, dann waren wir einkaufen und jetzt, dann musste meine Freundin oder Tochter oder was das war, so viele Hosen anziehen. Und mit keiner war ich wirklich zufrieden, weil die alle so schlecht sitzen.
Ja, es ist erstaunlich, wie schlecht tatsächlich Kaufhosen sitzen. Es ist wirklich erstaunlich. Und wenn man einmal anfängt, sich mit diesem Thema zu beschäftigen und dann so sieht, wie Leute so ihre Hosen tragen und sich so denkt, puh, ja, das ist schon krass, oder? Oder dann haben wir immer unsere Ladies, die anderen Ladies auf die Hintern starren. Das ist auch sehr schön. So. Verstanden, verstanden. Wunderbar. Ja, wunderbar. Ich freue mich. Hosen. Oh, Ina ist da. Ina, ich habe gerade von dir gesprochen. Ina ist unsere Hosenfee. Leider zurzeit ist bei Ina privat ziemlich viel los und ich schicke dir ganz, ganz viele liebe Grüße. Aber trotzdem ist Ina immer noch unsere Hosenfee und Ina weiß Bescheid mit Hosen. Von Ina kam auch die Idee mit den Abnähern im Schritt. Was aber natürlich, wir haben schon geguckt und so, ist schwierig umzusetzen, aber mal schauen. So. Live-Videos vergehen immer wie im Flug. Ja, finde ich auch. Manchmal höre ich auf zu sprechen und denke, ich habe gerade erst angefangen. Das ist echt Wahnsinn. Dabei ist das fast immer eine Stunde oder manchmal sogar über eine Stunde. Ja, ja, ja. Wunderbar, ihr habt es verstanden. Sehr schön. Wenn ich die Hose unten am Knöchel eng, aber oben weit haben möchte, nur innen enger machen, ich habe immer Bedenken, dass sie sich eindreht. Nee, an beiden Seiten enger machen am besten. Immer gucken, wo das Bein verläuft. Wir haben alle unterschiedliche Beinformen und da wir ja eh schon in der Maßanfertigung unterwegs sind, wenn ihr jetzt mal so guckt, bei dieser Hose kann man das zum Beispiel auch sehr schön sehen. Wenn ich mich jetzt so hinstelle und ich drücke mich mal so ein bisschen nach vorne, könnt ihr sehen, wie sich mein Bein abzeichnet, ne? So. Und so, jetzt könnt ihr sehen, wo mein Bein verläuft. Und das ist nicht nur außen enger oder nur innen enger. Es ist eigentlich an beiden Seiten wird es ein bisschen enger und läuft konisch zu. Konisch, nicht komisch. und dann nimmt man wirklich an beiden Seiten die Weite weg. Je nachdem, wo das Bein halt ist. Gerade hüftbreit auseinanderstellen, dass die Beine wirklich unter der Hüfte sind. Und dann könnt ihr im Prinzip gucken, bei Frauen auch unsere Beine sind einfach unterschiedlich geformt. Ne? Manche haben mehr Außenvolumen, manche haben mehr Innenvolumen. Bei manchen nimmt man innen tatsächlich gar nicht so viel Weite weg, weil die Innenschenkel ziemlich parallel zueinander gerade nach unten laufen und nicht so schräg zum Knie hinlaufen. Manche Frauen haben am Oberschenkel viel mehr Volumen als am Innenschenkel, also außen am Schenkel mehr Volumen. Also da wirklich einmal auf eure Beinform achten und gucken, wie das ist. Ja, Hosenkurs hast du, Alexandra, dann ab in die Gruppe, da werden wir bestimmt alle zusammen. Und da bist du ja auch nicht die Einzige, man denkt manchmal so zu Hause, ich bin ganz alleine auf dieser Welt mit diesem Problem. Und dann guckt man sich mal um oder fragt mal andere und stellt fest, oh Gott, 100.000 anderen geht es auch so. Und dann ist schon gleich irgendwie so ein anderer Zugang dazu und dass man einfach sich mit anderen auch austauscht und dann wirklich auch ganz oft Lösungen findet. Dafür haben wir ja unsere Gruppen, deswegen ist das ja so cool. So. Ja, genau. Ja, genau. Kurvenlineal. Kurvenlineal. Super gut für Kurven nehmen. Aber ganz oft, weil wir diese Kurve außen am Hintern nehmen. Wir hatten ja auch am Anfang das Kurvenlineal mit in unserem Kurs zum Schrittkurve nehmen. Aber dann haben wir immer alle so außen am Po gemessen, was ja aber auch nicht richtig ist. Man muss ja so ein bisschen doch auch von der Schrittweite her, die liegt ja nicht Die Hose, die verläuft ja nicht hier so, ne? Die Hose verläuft ja nicht hier. Und da messen wir aber meistens irgendwie, wenn wir mit diesem Schrittkurvenlineal messen, die Hose läuft ja eher hier so. Also das heißt, hier ist ja nicht die Schrittnaht, die ist ja zwischen den Arschbacken, Leute. So. Ich schaue bei Filmen und Serien immer genau auf die Klamotten und frage mich, wie das genäht wurde. Ja, und bald, wenn du dich selber dran setzt und solche Sachen umsetzt und sowas, wirst du genau wissen, wie das genäht wurde. Und wirst auch total inspiriert sein und dich zu Hause hinsetzen und direkt mal ein Schnittmuster entwerfen. So. Nee, genau. Ich habe bei meiner Hose keine Innenbeinnaht. Also das hier ist sozusagen der erste Schritt, den wir machen in unserem Grundkurs. Und Renate, du bist ja auch VIP, du hast ja auch alle Kurse. Also der erste Schritt ist immer, wir machen eine Hose ohne Innenbeinnaht einfach um oben. Und wir bauen das ja immer alles auf, wie ich das halt einfach oft in meinen Kursen mache. Ganz logisch, Schritt nach Schritt aufbauen. Und das, was als erstes gut sitzen muss, ist hier dieser Bereich. Eure Taille, euer Gesäßumfang, die Schrittkurven und sowas. Vorher brauchen wir gar nicht anfangen, die Beine auszuarbeiten. Und wenn das hier alles super gut sitzt und ihr mit eurem ersten Schnittmuster zufrieden seid und das sehr gut sitzt, dann fangen wir an den Beinen rumzufummeln
und machen dann in so ein Schnittmuster, kann man ganz einfach eine Innenbein, so eine Schrittnaht am Innenbein dann abstecken und dann auch nähen. Eigentlich ist es einfach. Heute wird ja nur noch Kleidung für Models gemacht. Jein, mittlerweile finde ich, dass da viele Firmen umdenken und ich sehe auch immer mehr, zum Beispiel auch in der Vogue und was weiß ich, was immer mehr, ich sag jetzt mal normale oder auch außergewöhnliche Leute mit außergewöhnlicheren Figuren. Ich sehe viele, viele, man nennt sie ja Plus-Size-Models, wo ich dann immer denke, das sind doch die normalen. Aber sie heißen halt Plus-Size-Models und es geht immer mehr in diese Richtung und ich sehe das auch ganz viel in Zeitschriften, dass halt Frauen mit normalen Körpern und sowas viel auch da publiziert werden. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Mode hat sich noch nicht so wirklich, wirklich, wirklich gut angepasst. Obwohl, wenn ich Sachen sehe, man kriegt ja auch Werbung, in der Zeitung ist ja auch immer so Werbung von Kick oder Taco oder weiß der Geier oder auch Aldi oder Lidl oder egal was. Es gibt halt auch mittlerweile immer, immer mehr Schnittmuster und Dinge für auch größere Größen. Aber es kommt gar nicht darauf an, welche Konfektionsgröße du hast, ob du eine kleinere oder größere Konfektionsgröße hast. Trotzdem wissen die Schnittmusterhersteller nicht, was dir gefällt und wie genau dein Körper geformt ist. Ich kann mit meiner Statur mit 1,78 vielleicht genau die gleichen Maße haben wie jemand anders, aber ein völlig anderes Körperempfinden und einen völlig anderen Geschmack, was meine Bekleidung anbetrifft. Einige möchten vielleicht ihre Brust betonen, einige möchten das nicht, einige möchten, dass es knalleng ist, andere möchten das nicht. Und es ist halt einfach, die ist halt einfach für so einen Schnittmusterhersteller. Ich habe es ja auch ausprobiert mit den Schnittmustern. Ich habe ja wirklich erst in alle, das haben wir dafür eine Zeit investiert und Studien rausgesucht und Körpervolumen gemessen und sowas, dass wir wirklich für die unterschiedlichsten Figurtypen, ich glaube, das waren sogar 11 oder 12, ich weiß gar nicht mehr, irre viele Figurtypen hatten wir rausgesucht. Und dann diese, habe ich nicht sogar den Zettel noch hier? Ne, weiß ich nicht. Haben wir die ganzen Maße genommen und haben das dann in Schnittmuster umgesetzt und sowas und haben einfach mehr und mehr festgestellt, dass es völlig wurscht ist, was für einen Figurtypen ich mir rauspicke und welche Maße ich dafür ansetze, um dann ein Schnittmuster zu entwickeln, dass sowieso jeder, selbst wenn er dieser Figur entspricht und selbst wenn er diese Körpermaße in etwa hat, jeder trotzdem wieder anders haben möchte. Und dann war dann diese ganze Reise mit meiner Gruppe mit dem Schnittmuster-Spektakel und so über sehr viele Figurtypen, bis dann letztendlich wieder nur irgendwie 5 Figurtypen und dann der Schritt dann doch wieder zu sagen, nee, wir machen nur einen Figurtypen und ich erkläre euch lieber direkt in den Videos, wie ihr das alles ändern könnt und wie ihr das anpassen könnt. Weil letztendlich, keine Ahnung, was bringt euch dann ein Schnittmuster von mir, was denn hundertprozentig passt und dann könnt ihr das dann trotzdem wieder nicht wirklich anwenden. Da hilft es euch einfach viel, viel mehr, wenn ich euch beibringe, wie ihr diese Schnittmuster wirklich auf eure Maße bringen könnt. So, Sachen passen bei mir nie. Hosen sind immer zu kurz. Ja, bei 1,80. Ich bin auch kein Fan von Kurzwasserhosen, aber meine Tochter sagte mir, es ist ja mittlerweile in. Warum müssen mich alle anrufen wegen des Lives? Susanne, mach dein Telefon an. Du kannst dein Telefon wahrscheinlich nicht ausmachen. Du guckst ja vielleicht mit dem Handy. Ja, ich habe ja auch immer das Problem. Egal, wo ich Hosen kaufe oder so. Ich habe ja auch noch dort nach Problem, keine Ahnung, ich habe hohe Hüften, ich habe lange Beine und ich kann zwar irgendwo über Größen, über Länge Hosen und sowas kaufen, aber ich möchte ja vielleicht auch gar nicht unbedingt das Modell, was sie mir da zeigen. Das ist ja dann noch das Zweite. Bei dir sieht immer alles so einfach aus. Ja, es sieht einfach aus, weil ich das jeden Tag mache. Sieht einfach bei mir aus, weil ich das jeden Tag mache und weil ich halt genau schon blind quasi weiß, wie ich was machen muss. Ich brauche mir nur ein Kleidungsstück angucken, egal was es ist, ein Hochzeitskleid, ein Anzug, ein was weiß ich was, wenn ich die ganzen Sachen von den Designern sehe oder sowas, kannst du mir irgendwas zeigen? Mal dir das Schnittmuster auf, kein Problem. Das ist bei mir wirklich, ja, das ist, ja, ist mir immer schon leicht gefallen, so etwas zu machen und dann hatte ich noch das ganze technische Know-how dieser Ausbildung, obwohl ich sagen muss, die Ausbildung in der Schule war nicht mal 5% von dem, was ich wirklich dann auch noch bei meinem Ausbilder lernen durfte, also, ja. Ja. Finde ich viel sinnvoller als nur Schnittmuster ausdrucken und nähen. Ja, Anpassung, Maßschneiderei, Anpassung, selbstentwickeln, genau. So, ihr Süßen, wenn ihr euch noch mehr für Schnittmustererstellung für Hosen interessiert, auch noch andere Schnittmusterumsetzungen, wir haben den Aufbaukurs für Reißverschlüsse und festen Bund auch noch mit drin und Einschubtaschen und enges Bein und Schlaghose und Pumphose und Freizeithose und ich weiß nicht, noch andere Sachen, Marlenehose und sowas. Holt euch
meine Hosenkurse. Da erkläre ich alles nochmal Schritt für Schritt. Und was dann natürlich besonders cool ist, ist, dass ihr unsere Supportgruppen habt, wo wir und die Hosenfee sind und euch helfen. So. Wunderbar, ihr Lieben. Dann, morgen haben wir unseren Special Guest. Morgen kommt Sandra, auch eine von unseren VIPs. Da freue ich mich super, super doll drauf. Und da werden wir zusammen das Thema Ärmel nochmal so ein bisschen aufgreifen. Ich habe nämlich eine coole Idee, wie man vielleicht herausfinden könnte, wie man den optimalen Ärmel macht, ohne großartig auszumessen und so. Gucken, ob das morgen hinhaut. Hast die Masterclass. Wunderbar. So. Ja, wunderbar. So, ihr Süßen, dann sehen wir uns hoffentlich alle morgen wieder. Ich weiß noch nicht genau, wie spät es wird. Sandra muss ja auch erst hier ankommen und so. Ich denke, es wird ein bisschen später als heute, vielleicht so Richtung 9 Uhr. Wir müssen ja auch erst eine Runde quatschen, bevor wir hier starten. Okay, also, bis morgen. Einen schönen Tag euch allen noch. Ciao.